is amoral. Its positive or negative nature manifests according to the user of the power. Denn jede Kraft ist amoralisch in dem Sinne, dass ihre positive oder negative Auswirkung sich einfach daraus herleitet, welcher Gebrauch von ihr gemacht wird. And if man is very, very clever, very, very sure, very, very skillful in getting more and more power in his hand, but at the same time he is foolish insofar as how to apply this power, how to use it, then see what the situation is. Und wenn der Mensch pfiffig genug und intelligent genug ist, diese Kraft, die ihm in Händen gelegt ist, anzuwenden, und er dabei dumm genug ist, den Gebrauch nicht vernünftig abzuwägen, dann muss er die Ergebnisse tragen. We may, to our wonderful scientific equipment and skill, see, and technological miracles, we may be in a position to command innumerable means of living a mode of life which was undreamt of a couple of centuries back. Durch unsere wissenschaftliche Begabungen und durch unsere Errungenschaften sind wir in der Lage, ein Leben zu führen, von dem Generationen vor uns noch nicht einmal träumen konnten. Yeah. We can make objects fly in the air with the tremendous speed, faster than light, than sound. Wir können Objekte im Raum in der Luft fliegen lassen, die mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit schneller sind als das Licht, als der Schall. We can fly high in space, supersonic speed. Wir können im Weltraum fliegen. The Concorde flies higher than the Earth can rotate. Die Concorde fliegt höher als die Erde. And schneller als die Erde. You take breakfast in Paris and land in New York for breakfast. Und schneller als die Erde sich dreht, haben sie Frühstück in Paris und landen zum Frühstück wieder in London, in New York. Means of transport, means of communication, means of everything is made wunderbar. Transportmittel, Kommunikationsmittel und alle Mittel und Medien, die wir haben, sind wunderbar. But to what ends, with what objective and to what ends are these means applied and put? Es fragt sich nur, zu welchem Ziel und mit welchem Zweck diese Mittel angewandt werden. If the end in view is not clearly known, and if the end in view is not the result of love, the result of goodwill, the result of the desire to benefit life around you, then no matter how spectacular these means may be, yet they are of no fundamental worth or value. Wenn das angestrebte Ziel nicht klar vor Augen steht und wenn das angestrebte Ziel nicht aus Liebe genutzt wird, nicht aus dem deutlichen, aus der deutlichen Absicht der Menschheit zu nutzen, dann wird das Ergebnis nicht gut sein. Long, long ago in ancient times, they had a concept of the perfect man, Superman. Vor langer, langer Zeit gab in den alten in Urzeiten gab es das Konzept von guten Menschen. Having elevated one's consciousness to a supreme height or the level of God, one became godly in nature. Indem das Bewusstsein in die Höhe auf die Ebene Gottes erhoben wurde, wurde jemand von Natur aus göttlich. Having entered into direct spiritual communion with the universal soul and enter into an experience of his divinity, man became endowed with divinity. Aus direkter Kommunikation mit dem höchsten Wesen wurde der Mensch mit einer göttlichen Natur ausgestattet. His consciousness became established in a pinnacle of perfection.
Sein Bewusstsein wurde in einem absoluten Höhepunkt der Vollkommenheit gefestigt. Now listen, what the scripture says about that person. Hören Sie, was die Schriften über solch einen Menschen aussagen. What do they do, having attained the supreme goal to be attained? How do they live? How do they behave? Was machen diese Menschen? Wie leben sie? Wie verhalten sie sich, sobald sie dieses höchste Ziel erreicht haben? Say, having attained everything that is to be attained, they live ever intent upon the welfare of all beings. Indem sie erreicht haben, was nur erreicht werden kann, leben sie stets zufrieden zum Wohle der gesamten Menschheit. They said, sarva bhuta hite rata, ever intent upon the welfare of all creatures. Immer darauf bedacht, dem Wohle der gesamten Schöpfung zu dienen. This was their vision of the perfected being, the Superman. Das war ihre Vision von dem vollkommenen Geschöpf, vom Supermenschen. Not one who through his supreme, superior status now turned to express his superiority and dominate over lesser beings. Nicht irgendeiner, der diesen herausragenden Zustand erreicht hatte, hat sich dann so gewandelt, dass er nun über untergeordnete Wesen sich darüber gestellt hätte. Not one who looked upon his superiority or his supremacy as the occasion to control or to direct. Auch nicht irgendeiner, der seine Überlegenheit dazu genommen hätte, zu kontrollieren oder zu lenken. But who felt his supreme status as a golden and a rare opportunity given to become a center of well-being and happiness of all creation. Sondern jeder hat diesen hervorragenden Zustand empfunden als eine ganz seltene Gelegenheit, dem Wohle der gesamten Schöpfung zu dienen. And the ancient prayer from this age of enlightenment has always been Voka samasta sukhino bhavantu, Voka samasta sukhino bhavantu. May all beings in the entire universe be happy. Und das alte Gebet, das aus diesen Zeiten des erleuchteten Zustandes der Menschheit überliefert worden ist, sind die gerade gehörten Sanskrit-Worte, mögen alle Wesen auf der Welt glücklich sein. It is this vision, it is this idea, and it is this spirit and approach to life that is the great need of mankind today. Diese Schau, dieses Ideal und diese Art und Weise, sich dem Leben zu nähern, ist das, was der heutigen Menschheit fehlt. Not assertion of the individuality, not assertion of one's ego, and not assertion of one's strength and power. Nicht, dass die eigene Individualität herausgestellt wird, nicht, dass das Ego herausgestellt wird, nicht, dass Macht und Kraft herausgestellt werden. Not putting of oneself before the others, not putting of oneself before the total welfare of all. Auch nicht sich vor anderen herauszustellen. Auch nicht sich über den gemeinsamen Nutzen, über die gemeinsame Wohlfahrt hinwegzusetzen. Side by side with
the advancement in knowledge, the progress in science, and the great discoveries in technology, the inculcation of this fundamental spirit in human nature ought to have kept pace. Mit der Entwicklung der Wissenschaften, mit den Erfindungen innerhalb der, in der Technologie, mit allen neuen Entwicklungen, muss diese innere geistige, spirituelle Entwicklung Schritt halten. But unfortunately, somewhere during the course of recent centuries, the culture of the human nature was ignored and neglected. Aber unglücklicherweise ist an irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der menschlichen Geschichte dieser Aspekt verloren gegangen. And man progressed by leaps and bounds with terrific rate upon all other fronts. Und der Mensch hat sich um jeden Preis unter schrecklichen Bedingungen über alle Grenzen hinweggesetzt. He has been able to transform his entire environment. Er ist in der Lage, er kam in die Lage, seine gesamte Umwelt zu verändern. Create great cities where forests stood. Große Städte zu hinzustellen, wo vormals Wald war. And created gardens in the desert. Und aus einer Wüste Gärten zu machen. And made a miracle of his outer environment. Und aus seiner äußeren Umwelt ein Wunder zu machen. But completely neglected oneself in the process. Dabei hat er aber sich selbst völlig bei diesem Prozess vergessen. Because the entire mind was completely directed outside and involved in things of this material world. Denn der Geist war vollständig nach außen gerichtet und in die Dinge dieser Welt verwickelt. Man had no time for oneself. Der Mensch hatte keine Zeit für sich selbst. Man paid no attention to oneself. Der Mensch hat gar nicht auf sich geachtet. Knowledge increased. Das Wissen nahm zu. But wisdom did not increase. Aber die Weisheit hat nicht zugenommen. And the result is, where wisdom does not keep pace, increase with knowledge, the more knowledge you have, the greater you create your own suffering out of this knowledge. Und wenn das Wissen mit der Weisheit nicht Schritt hält, dann ist das Ergebnis, dass je mehr Wissen erlangt wird, umso mehr Leiden und Sorgen werden dadurch geschaffen. That is our condition at this moment. Das ist unser gegenwärtiger Zustand. We possess more knowledge than human mankind possessed at any time before in human history. Wir haben ein größeres Wissen, als die Menschheit überhaupt jemals in ihrer Geschichte besessen hat. And upon a global scale, psychologically, we are more miserable than ever human beings have been before in history. Und weltweit gesehen sind wir aus psychologischer Sicht viel so miserabel dran wie auch noch nie jemals vorher in der Menschheitsgeschichte. Humanity has never been so sick as it has been before. Die Menschheit ist noch niemals so krank gewesen wie jetzt. There is no normal human being. Es gibt keinen normalen Menschen. No, formerly sick people, people with disease used to be treated. Früher wurden kranke Menschen behandelt. Now every person needs treatment. Heute müsste jeder behandelt werden. In one way or other, the total inner health of the globe has come into jeopardy. Auf die eine oder andere Weise ist die gesamte innere Gesundheit der Menschheit draufgegangen. This was not created by God. Und das ist nicht von Gott geschaffen worden.
The Eden situation exists even today. Diese verborgene Situation existiert heute noch. If man will make use of his freedom and knowledge given by God in a wise way, then all things should be normal. Wenn der Mensch von seiner Freiheit im Sinne Gottes Gebrauch macht, dann werden alle Dinge sich normal entwickeln. This then is the crucial point for us to reflect about. Und das ist für uns der Knackpunkt, über den wir nachdenken sollten. What is the vision with which we approach life? Was ist der Gesichtspunkt, unter dem wir uns dem Leben nähern? Is it merely with knowledge or is it with wisdom and understanding? Ist es nur unter dem Aspekt des Wissens oder geschieht es auch mit Wissen, mit Weisheit oder Verständnis? In employing means of doing certain things, do we also keep in view the ultimate ends? Halten wir auch das letztendliche Ergebnis im Auge, wenn wir bestimmte Mittel anwenden? Is the ultimate end self or is it the welfare of all, the happiness of others? Ist das letztliche Ziel man selbst? Oder ist es das Glück, die Wohlfahrt der anderen? When human life becomes governed by a higher vision, wenn das menschliche Leben von einer höheren Sicht ausgeleitet wird, when human life becomes guided by a lofty ideal, wenn das menschliche Leben durch ein erhabenes Ideal geleitet wird, when human life becomes lived with a right spirit of loving and giving, wenn das menschliche Leben mit dem rechten Geist des Liebens und des Gebens geführt wird, then human nature itself progresses and unfolds itself. Dann schreitet die menschliche Natur von sich aus fort und entfaltet sich weiter. Human nature becomes ennobled and human actions become sublime. Dann wird die menschliche Natur veredelt und dann werden die menschlichen Handlungen verfeinert. But if a higher vision is lost and there is no ideal to guide you and man's heart becomes drive of a spirit of loving and giving, then life becomes stagnant. Aber wenn diese höhere Sicht verloren geht und ein edles Ideal fehlt und das menschliche Herz austrocknet und nicht mehr lieben und geben kann, dann stagniert das gesamte Leben. Human culture being neglected, man does not progress anymore. Wenn die menschliche Kultur missachtet wird, dann gibt es keinen Fortschritt mehr für den Menschen. Just as in stagnant water various type of vermin start developing, so wie in einem toten Wasser sich alle möglichen Arten von schädlichen Pflanzen entwickeln. Where there is cultural and ethical stagnation, there the viruses of human viciousness begin to develop. Da gibt es auch überall dort, wo es eine Stagnation und ein Ende der Entwicklung oder ein Stillstehen der Entwicklung im menschlichen Leben gibt, Leere und Öde. And this becomes worse when man does not see where the fault lies. Und diese üblen Erscheinungen sind noch viel schlimmer, weil der Mensch überhaupt nicht sieht, wo die Ursache ist. And still worse, takes on an attitude of self-justification and says, this is right. Und es wird noch schlimmer dadurch, dass er in eine
Selbstrechtfertigung hineingeht und auch noch sagt, so muss es sein. You can wake up a real sleeper, a sleeping person. Sie können jemanden, der richtig schläft, aufwecken. But when a person pretends to sleep and does not want to wake up, there is nothing you can do. Aber wenn jemand nicht schläft und nur so tut, als ob er schlafen würde, dann können sie nichts fertig bringen. I believe God himself is helpless at this moment. Ich glaube, im Augenblick ist sogar Gott hilflos. Unless we decide to take a second look at ourselves. Solange wir uns nicht entschließen, noch einen weiteren Blick auf uns zu werfen. And we have the fundamental essential humility to recognize that we have lost sight of wisdom. Und wenn wir nicht die grundlegende, wesentliche Demut besitzen, uns zuzugestehen, dass wir die rechte Sicht verloren haben. Even possessing vast and wonderful knowledge. Auch wenn wir ein weites, wundervolles Wissen besitzen. Knowledge can give you power to possess things, the outer world. Das Wissen kann Ihnen die Kraft verleihen, Dinge in der äußeren Welt zu besitzen. Knowledge can give you the power to control all things outside you. Das Wissen kann Ihnen die Macht verleihen, alle Dinge außerhalb von Ihnen selbst zu kontrollieren. Knowledge cannot give you the power to attain self-possession and control over oneself. Das Wissen kann Ihnen keine Macht verleihen, Selbstkontrolle und Gewalt über sich zu gewinnen. It is this latter that is most essential and indispensably necessary for human progress and human culture. Für den menschlichen Fortschritt und für die Menschheitskultur ist das Letztere von allergrößter Bedeutung. The essence of culture is character. Is correct. Character. Ach, das Wesen der menschlichen Kultur ist der Charakter. Because it is out of the fountain source of character that human conduct flows forth. Denn aus der Quelle des Charakters speist sich das menschliche Verhalten. And all things in this world are the result of human conduct and behavior. Und alle Dinge in dieser Welt sind das Ergebnis menschlichen Verhaltens und menschlicher menschlichen Verhaltens. Betragens, Verhaltens und Betragens. Every situation and human condition is ultimately the direct result of certain human actions, individual as well as collective. Jede Situation und jedes Verhalten ist letztendlich das Ergebnis bestimmter menschlicher Verhaltensweisen. And human action derives its quality from the character of the acting agent, acting individual. Und das menschliche Tun bekommt seine Qualität durch den dahinterstehenden Charakter. And the essence of character, the very basis of character is self-control, discipline and self-control. Und die wesentliche Grundlage eines jeden Charakters ist Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. In this body house, you have to decide whether you will be a servant or a master. In diesem Gebäude Ihres Körpers müssen Sie entscheiden, ob Sie Herr oder Diener sein möchten. If higher wisdom governs your emotions and sentiments and your thought processes, then you are the master in this house. Wenn höhere Strebungen Ihre Gefühle, Empfindungen und geistigen Abläufe steuern, dann sind Sie Herr im Hause. But if the voice of wisdom is
silenced and the passions and desires of the mind take over, then you are a slave in your own house. Aber wenn die Stimme der Weisheit zum Schweigen gebracht wird und wenn die Leidenschaften und die Wünsche, Bedürfnisse überhand nehmen, dann sind sie ein Sklave in ihrem Haus. It is only when this principle is grasped and you begin to earnestly strive for self-mastery, then portals to your evolution and progress are thrown wide open. Nur wenn Sie dieses Prinzip verstehen und wenn Sie zur Selbstbeherrschung gelangen, dann sind die Portale der Weiterentwicklung geöffnet. For self-mastery and this essential discipline and control mean the mastery of the egoistical impulse and the mastery of selfish tendencies and urges. Denn Selbstbeherrschung bedeutet die Beherrschung egoistischer Impulse. Because it is these two factors that nullify all vision, ideals and higher spirit of our life. Where there is ego and selfishness. So dort, wo Egoismus und Selbstsucht sich entwickeln, werden alle höheren Strebungen total zunichte gemacht. When possessed by them, man becomes a competitive spirit. Wenn er davon beherrscht wird, dann kommt der Mensch in ein Konkurrenzdenken. That being no more approaches life with the spirit of giving and sharing and cooperating and helping. So ein Mensch nähert sich dem Leben nicht mehr in einem Geist des Zusammenarbeitens und des Teilens. But approaches life with contrary tendencies of getting and forcibly competing and overcoming. Sondern im Gegenteil nähert sich dem Leben im Geiste, dass er noch mehr haben will und dass er gegeneinander kämpft. In such a situation, each individual feels every other individual as his adversary. In solch einer Lage empfindet jeder den anderen als seinen Gegner. Not as his brother and fellow traveler, but as someone whom he has to oppose and defend himself against. Nicht als seinen Bruder und als seinen Mitreisenden, sondern als jemanden, den er sich gegenübergestellt sieht und den er bekämpfen muss. This breaks the structure of the spiritual oneness of existence and oneness of man, oneness of life. Das zerbricht die Struktur der spirituellen Einheit des Menschen, der Menschen. It is therefore contrary to the law of God's love and unity. Das steht also im Widerspruch zum göttlichen Gesetz von Liebe und Einigkeit. When the human individual makes oneself a center of such contrariness, going in a way contrary to the divine will. Wenn der Mensch sich zum Zentrum solch einer Widersprüchlichkeit, zum göttlichen Willen macht, then he becomes a problem to oneself and problem to others. Dann wird er sich selbst und anderen zum Problem. And creates distress and agitation to oneself, distress and agitation to others. Und schafft sich Leid und Agitation, Beunruhigung und schafft anderen Leid und Beunruhigungen. See? Life and existence is one. Leben und Sein sind eins. And unity is the ultimate fact of man's life on earth. Und Einheit ist die letztendliche Tatsache des menschlichen Lebens hier auf der Erde. And it is not knowledge that, but wisdom that will make man aware of this great fact. Und nicht Wissen, sondern Weisheit bringt den Menschen dazu, dass er sich dieser großen Tatsache bewusst wird. And to live in the light of this inner truth of oneness,
becomes the source of good, the individual as well as the welfare of all. Und im Leben diese innere Wahrheit über die Einheit zu leben, wird die Quelle. It becomes the fountain source of the happiness of oneself as well as the welfare of all. Und wird die Quelle der, des Glücks für sich selbst und auch des Glücks und der Wohlfahrt für alle anderen Menschen. We cannot expect to obtain this positive impulse from our political leaders. Wir können nicht erwarten, dass wir diesen positiven Impuls von unseren politischen Führern erhalten. We cannot expect to obtain this living impulse from our military generals. Wir können nicht erwarten, dass wir diesen lebendigen Impuls von unseren Generalen erhalten. Neither can we expect this from our nuclear scientists and professors. Viel weniger können wir dieses von unseren Atomwissenschaftlern erwarten. Not only scientists everywhere who manufacture machines and apparatus and all these things, you see, they can only help the physical man. They can help and benefit the physical man. Die Wissenschaftler, egal in welchem Bereich sie tätig sind, ob sie Maschinen anleiten oder egal was sie schaffen, sie können nur einfach dem physischen Menschen dienen. But behind the covering and the curtain of the physical man, there is man, the unknown. Aber hinter dem Vorhang des physischen Menschen steht der unbekannte Mensch. The vital man. Man, the inner man who is the vital being as well as the psychological being. Der vitale Mensch, der sowohl das innere Wesen als auch ein psychologisches Wesen ist. The seeds of thought produce the fruits of action. Die Saaten des Gedankens bringen die Frucht der Handlungen. Sowing the right seeds in the mind and heart of man is the way of bringing about a new humanity. Den richtigen Samen in das Herz und den, den Geist des Menschen zu setzen, ist der einzig wahre Weg für den Fortschritt der Menschheit. This most essential cultivation, this sowing can only be done either in the home and the school. Diese zentralste Art der Kultur kann nur vollbracht werden, entweder zu Hause oder in der Schule. If it cannot be done in the school, it has got to be done in the home. Wenn es in der Schule nicht mehr getan werden kann, dann muss es zu Hause geschehen. And in the ultimate analysis, the hope of future humanity lies in the homes of man. Und genau genommen liegt die Hoffnung auf eine Zukunft des Menschen in den Heimen der Menschen. It is the family unit of humanity that holds the key to the tomorrow of this world of today. Die Familienzellen in der Menschheit halten den Schlüssel für das Morgen. For the nursery of the next generation is the home and the infancy of the people of tomorrow. Denn das Aufziehen der jungen Generation ist das Leben der zukünftigen Menschen von morgen. Future, future generation. Der zukünftigen Generation. You see, the infancy, yeah? Childhood. Because a lady asked a social
sociologist, psychologist. She wants. Einmal fragte eine Dame eine Psychologin. What is the right age to start training the child, teaching the child? Welches das rechte Alter sei, um mit der Erziehung eines Kindes zu beginnen? He looked at her and told her, 1 year before the child is born. Der Psychologe war ein Mann und schaute sie an und sagte, 1 Jahr bevor das Kind geboren wird. Good idea. Surprise. What? Have I heard right? He said yes. Die Dame war überrascht und sagte, habe ich das richtig verstanden? Und er sagte ja. He said, madam, when already you are having the child in you, everything that you are thinking and feeling and doing has a direct effect upon the child. Der Mann sagte, verehrte Dame, bereits wenn Sie das Kind tragen, dann ist alles das, was Sie denken und tun, von außerordentlicher Auswirkung auf das Kind. The nervous system, the brain, and even subtler things. The very formation of the psyche of the child is directly influenced by the psyche and the condition of the psyche of the mother. Das Nervensystem, das Gehirn und auch viel, viel feinstofflichere Abläufe, überhaupt die gesamte psychische Struktur des Kindes wird bereits beeinflusst durch die psychische Verfassung der Mutter. So, ancient men of wisdom laid down that when a mother is expecting a child, she should be given an ideal atmosphere, she should be treated well, and so that she is always in a pleased and cheerful mood, and she should not be agitated, she should not lose her temper, and she should be the mother-in-law, father-in-law, husband, they should try to make her as happy and contented as possible. Die alten Weisen der Menschheit haben schon immer gesagt, dass eine werdende Mutter so gut wie mögliche Umstände erhalten sollte, von der Eltern, Schwiegereltern, aus ihrer gesamten Umgebung heraus. So, the emotional and the thought levels are kept in a positive state. Damit sie gefühlsmäßig und verstandesmäßig sich in einem positiven Zustand befindet. And of course she was given nourishing food and all that is necessary to nourish the child. Und natürlich bekam sie die Nahrung, die notwendig war, um ein Kind heranzuziehen, ihr Kind zur Welt zu bringen. But they also had a knowledge of the nature of the food and its effect upon the human mind. Aber sie wussten auch um die Auswirkung der Nahrung und um den Effekt dieser Nahrung auf den menschlichen Geist. Because food has got a gross aspect and a subtle aspect. Denn Nahrung hat einen grob und einen feinstofflichen Aspekt. The gross aspect is its biochemistry and the subtle aspect is its quality. Der grobstoffliche Aspekt betrifft ihre biochemische Zusammensetzung, der feinstoffliche Aspekt betrifft ihre Qualität, ihre wertmäßige Zusammensetzung. And the yogic scientist has studied this particular angle of food. Und die yogischen Wissenschaftler haben diesen besonderen Aspekt der Nahrung betrachtet. And classified it into negative, middle, mixed kind and positive. Und sie unterteilt in Nahrung negativer, vermischter und positiver Qualität. And middle one is the middle one, mixture of both. And the positive was purifying, negative was very, very gross. Die mittlere Struktur ist eine Mischung beider Qualitäten. Die positive Struktur wirkt reinigend, die negative Struktur ist grob. And therefore, they suggested certain do's and don'ts about diet to the expectant mother. Deshalb haben sie bestimmte Gebote und Verbote im Hinblick auf die Diät der werdenden Mutter aufgestellt. In India, it used to be the tradition to take the expectant mother to temples and to places where we have such spiritual fellowship and
listen to nice music and everything that was pleasant and auspicious and blessed. In Indien war es Tradition, die werdende Mutter in Tempel und in andere Orte zu stellen, wo sie die Gelegenheit hatte, eine schöne Umgebung zu haben, guter Musik zuzuhören und nur Angenehmes um sich herum zu erleben. With the passage of time, these wise traditions have been shoved aside. Im Laufe der Zeit wurde diese weise Tradition beiseite gerückt. And the professor who answered the question of the mother would be shocked today if he finds what the mother gives to the child inside. Und der Professor, der damals der Mutter diese Antwort gegeben hatte, wäre schockiert, würde er heute erleben, womit werdende Mütter ihre werdenden Kinder nähren. A great many of our children are born with alcohol poisoning, tobacco poisoning and even worse. Eine große Anzahl von Kindern werden heute mit Alkoholvergiftung, Tabakvergiftung und weitaus Schlimmerem zur Welt gebracht. And children, when they are born from the mother, they become separated from the physical mother. Und Kinder, die geboren werden, werden sofort von ihrer Mutter getrennt. So the mother continues to smoke tobacco, the child does not get the tobacco. So dass die Mutter, die raucht, das Kind von der Mutter, die raucht, nicht den Tabak abkommt. And so the child, infant can get into a tobacco withdrawal symptoms. Und in dem Falle, wenn die Mutter des Kindes raucht, kriegt das Kind bereits den Tabak, inhaliert das Kind bereits den Tabak in frühester Kindheit. Alcohol Deprivation Syndrome. Und es zeigt zum Beispiel auch Alkoholentzugserscheinungen. So it's a big problem for the physician and the doctor. Und diese gezeigten Symptome werden ein ganz, ganz großes Problem für die heutigen Ärzte. Whether to give the child what it now wants or whether to gradually help it to come out of it. Ob sie dem Kind nun geben, was es im Moment braucht, oder ob sie dem Kind helfen können, schrittweise daraus zu kommen. Also, if the atmosphere in the home is full of discordant and agitatory vibrations due to the interaction of father and mother, parents. Auch wenn die Atmosphäre zu Hause erfüllt ist von unstimmigen, beunruhigenden, streitvollen Vibrationen, die einfach durch die Auseinandersetzungen zwischen Vater und Mutter geschaffen werden. That vibration, discordant vibration of agitation affects the child, the embryo. Dann verletzen diese unstimmigen, schädlichen Schwingungen bereits den Embryo. And every mental mood and reaction of the mother's nature goes to the makeup of the psyche of the child. Und jede Stimmung und jede heftige Reaktion der Mutter wirkt sich in der Psyche des werdenden Kindes aus. Therefore, it is very, very important and necessary that the mother always keeps a serene, calm frame of mind. Deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass die Mutter einen heiteren, ruhigen Geisteszustand sich bewahrt. So difficult in the modern times. So schwierig sind die heutigen Zeiten. But so very important and necessary. So bedeutsam und wichtig ist es aber auch. Because it is a sacred duty that one generation owes to the unborn generation of tomorrow. Denn das ist die heilige Pflicht, die eine Generation der nächsten Generation von morgen schuldet. As we have a duty towards God, we have a duty towards coming humanity. So wie wir eine Verpflichtung Gott gegenüber haben, so haben wir eine Verpflichtung der kommenden, der nachfolgenden Menschheit gegenüber. And we owe a duty to ourselves to see that we do not fail in our duty. Und wir haben uns selbst gegenüber die Verpflichtung, dass wir dafür sorgen, dass wir nicht
die Erfüllung unserer Pflicht versäumen. Therefore, the family and the home is the hope of today and tomorrow. Das Heim und die Familie sind deshalb das die Hoffnung für das Leben von morgen. It is in this context that the relevance of having an active spiritual dimension to your life becomes apparent, becomes very, very clear. Vor diesem Hintergrund wird es ganz, ganz auffallend und deutlich, wie wichtig es ist, dass Sie eine spirituelle Ausrichtung in Ihrem Leben haben. The best endowment that parents can give to their children, the best endowment or inheritance that parents can give to their children is an ideal environment in their infancy and the inspiring inspiration of a personal example as the child begins to grow. Die beste Ausstattung, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, ist es, in ihrer Kindheit ganz ideale Bedingungen herzustellen und ihnen ein ideales Vorbild vor Augen zu führen. Because the first several years, it is the home environment that is the greatest impact upon the child. Denn in den ersten Jahren hat der Einfluss der häuslichen hat die häusliche Umgebung den größten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. And when we consider this, we are aghast and we are horrified at the fate of some infants and children in certain parts of the world. Und wenn wir das wissen und uns dann einige Verhältnisse anschauen, dann sind wir total schockiert über das, was einige Kinder auf der Welt erleben müssen. Where, right from the moment of birth and even earlier prior to birth, they are exposed only to violence, hatred, a warring spirit of vengeance. Wo sie vom Zeitpunkt der Geburt an, vielleicht auch schon vor der Geburt an, eine Atmosphäre der Kraft und des Streits und heftiger Auseinandersetzungen ausgesetzt sind. As we are talking about ideal life here, generations are being raised who have never known anything except violence and cruelty. Während wir hier darüber reden, gibt es bereits Generationen, die nichts anderes kennengelernt haben als Gewalttätigkeit und Grausamkeit. They too are part of the global human body. Auch sie sind ein Teil des weltweiten menschlichen Körpers, Menschheitskörpers. And if they are not treated and they do not become a healthy part. Global human society will always be suffering. Und wenn sie keine Behandlung finden, wenn sie zu keinem gesunden Teil des Körpers werden, dann wird die gesamte weltweite Menschheit nicht aufhören zu leiden. It is from the source of such a diseased generation that we get all the material of terrorism. Aus der Quelle solch einer verratenen Generation kriegen wir all diese Erscheinungen des Terrorismus. Because that generation has no other experience, knows nothing except violence, killing and death. Denn diese Generation kennt nichts anderes als Gewalttätigkeit und Morden. Which regards this human body as an instrument of violence, destruction and death. Sie betrachtet den Körper nur einfach als ein Instrument zur Gewalttätigkeit,
zur Zerstörung und zum Töten. Because within the psyche there is no other experience. This is only experience. Denn sie haben eben keine andere psychische Erfahrung gemacht. Gunpowder knows only to explode. Das Pulver weiß nur zu explodieren. It does not know any other behavior. Und es hat kennt kein anderes Verhalten, keine andere Verhaltensmöglichkeit. It has potential only to explode. Es hat nur die einzige Fähigkeit zu explodieren. Acid only can corrode. Säure kann nur zersetzen. It cannot be a healing balm. Und sie kann niemals wie ein heilsamer Balsam aufgetragen werden. It will create an ulcer where no ulcer exists. Sie wird dort ein Geschwür hervorrufen, wo vorher kein Geschwür war. Ponder this human situation. Denken Sie über diese Situation der Menschheit nach. What can you do? Was können Sie tun? Is there something or anything you can do? Gibt es da irgendetwas, was Sie tun können? Is not the answer plain to you, clear to you? Ist Ihnen die Antwort nicht klar? Can you not see it as clear as daylight? Können Sie es nicht so klar wie Tageslicht sehen? It is the disease that suggests the cure. Die Krankheit schlägt das Heilmittel vor. It is therefore the physician first of all tries to understand the disease of the patient. Das heißt aber auch, dass genauso gut dann, wenn eine positive Zufügung an irgendeiner Stelle des Körpers stattfindet, dieses Auswirkungen hat auf die Gesamtheit. Therefore, the greater the creation of spiritual feelings and spiritual approach to life, the greater the hope of recovery of sick humanity. Je größer also und je mehr spirituelle Gefühle und ein spiritueller Ansatz dem Leben gegenüber hervorgebracht werden, umso größer kann die Hoffnung sein, dass die Menschheit genesen wird. The power of meditation, the power of God remembrance, the power of prayer and the power of spiritual thought, all of them, if directed towards this objective or aim, the healing of humanity, there is still a definite chance of retracing our steps from this rush towards global destruction. Durch die Kraft des Gebetes, durch die Kraft der ständigen Erinnerung an Gott, besteht einfach eine Aussicht darauf, dass in der Menschheit eine Umkehr verursacht wird, die sich wieder zurückwendet zu Gott. It is with this deep understanding that the Master Jesus referred to spiritual persons as the salt of the earth. Aus diesem Verständnis heraus hat sich Meister Jesus an die Menschen gewandt, an diese Menschen gewandt als das Salz der Erde. He meant the well-being of humanity and the welfare of the earth depends upon the likes of you, people like you. Er sagt, das Wohlergehen der Menschheit hängt ab von Menschen, wie sie es sind. Therefore, it is not an ordinary privilege to be in the ranks of seekers, spiritual aspiring souls, and the lovers of God and His righteousness. Es ist also kein normales Vorrecht, unter spirituellen Seelen, unter Menschen zu sein, die Gott lieben und suchen. Therefore, with deep humility and great utter simplicity, we must strive in every possible way that we can,
to make ourselves centers of God's goodness. Mit größter Demut und mit außerordentlicher Einfachheit müssen wir danach streben, uns zu Zentren zu machen, die positiv in der Welt wirken. God's goodness, His purity, His perfection and divinity already is a part of each and every one of you. Gottes Güte, seine Reinheit und seine Vollkommenheit seine Göttlichkeit sind bereits jetzt Teil von Ihnen allen. It is very important that you become aware of this great truth. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich dieser großen Wahrheit bewusst werden. You are good. Sie sind gut. You have infinite potential for good. Sie haben ein unendliches Potenzial, eine unendliche Fähigkeit zum Guten. You are the spotlessly pure spark of divinity. Sie sind der fleckenlose, reine Funkel der Göttlichkeit. Latent perfection lies within you, awaiting to be unfolded. Verborgene Vollkommenheit liegt in Ihnen, um zur Entfaltung gebracht zu werden. There is dormant divinity in you to be awakened and activated, made manifest. In Ihnen schläft die Gottheit, die erweckt werden will und sich ausdrücken will. This is the great adventure called living. Life. Das ist das große Abenteuer, das Leben genannt wird. The art and science of life is the awakening and manifesting the divinity which you are. Die Kunst und die Wissenschaft des Lebens besteht darin, dass sie zum Leben erwecken und dann auch zeigen, wer sie wirklich sind. True education is that which has this drawing out of the inner beauty as its main objective, main function, main process. Wahre Erziehung besteht darin, dass sie diesen inneren Aspekt nach außen zieht. Inner beauty, beauty. Die innere Schönheit. It is less of putting things inside the brain, but more of drawing out the beauty which is lying within you. Sie besteht nicht darin, den Geist vollzustopfen, sondern wahre Erziehung besteht darin, dass sie die innere Schönheit, die in ihnen verborgen ist, hervorbringen. This is real education. Das ist wahre Erziehung. Such education tends to real human culture. Solch eine Erziehung führt zu wahrer menschlicher Kultur. The art and science of life is wakening up to this great privilege. Und die Kunst und die Wissenschaft des Lebens heißt, dieses große Privileg tatsächlich in Angriff zu nehmen. You are privileged children of God, to whom has been given this great occasion for making use of life to affirm, assert, and Sie sind privilegierte Kinder Gottes, denen das Recht gegeben ist, hier im Grunde einen Anspruch zu erheben und einfach da zu stehen und das in ihrem Leben umzusetzen. And to make this inner divine dream into an actual reality. Und diesen inneren Traum in eine tatsächliche Wirklichkeit umzuwandeln. This dream is a good dream. Das ist ein guter Traum. Because it dreams the truth, dreams the reality. Denn ein Traum, es ist ein Traum, der die Wirklichkeit träumt. I am divine, for I am a child of God. Ich bin göttlich, denn ich bin ein Kind Gottes. I am divine, because I am a ray of the light of lights beyond all darkness.
Ich bin göttlich, denn ich bin ein Strahle Gottes, der jegliche Dunkelheit weit überstrahlt. I am divine, because I am a wave in the vast, immeasurable ocean of divinity called the cosmic spirit. Ich bin göttlich, denn ich bin eine Woge auf dem weiten, grenzenlosen Ozean, der der kosmische Geist genannt wird. Being divine, to live divinely is my birthright. Göttlich zu sein, um göttlich zu leben, ist mein Geburtsrecht. This is well within my possibility and therefore I must do it. Das liegt absolut in meinen Möglichkeiten und deshalb muss ich es tun. And I am going to do it. Und ich werde es tun. This is the right attitude and approach to life. Das ist das richtige Verhalten und die richtige Annäherung an das Leben. Constantly you must live in this thought. In diesem Gedanken müssen Sie ständig leben. I am a center of potential latent divinity. Ich bin ein Zentrum potenzieller verborgener Gottheit, Göttlichkeit. I am a radiant ray of the light of Christ beyond all darkness. Ich bin ein strahlender, ich bin ein Strahl des glänzenden, strahlenden Lichtes, göttlichen Lichtes. Das I am a wave upon the infinite ocean of divinity. Ich bin eine Woge auf dem grenzenlosen Ozean der Göttlichkeit. Day and night, you must dwell upon this truth of your reality. Über diese Wahrheit des Seins müssen Sie Tag und Nacht nachdenken. You must think this, you must feel this, you must affirm this. Das müssen Sie denken, das müssen Sie fühlen, das müssen Sie bekräftigen. And thinking, feeling and affirming must be accompanied by living. You must act this and live this. Und dieses Denken und dieses Gefühlen und dieses Bekräftigen muss einfach auch gelebt werden. Sie müssen es dadurch einfach umsetzen, dass Sie es leben. When the sun rises and a new day dawns, you must say, one new day has been given to me to fully fill it with my divinity. Wenn die Sonne aufgeht und ein neuer Tag graut, dann müssen Sie sagen, ein neuer Tag kommt und ich werde ihn mit meiner Göttlichkeit ausfüllen. This day has dawned for me only to fully express my own supreme divinity. Dieser neue Tag kommt, graut, nur damit ich meine Göttlichkeit in vollstem Umfang zeigen kann. You must eagerly move towards that day with this spirit, one aim, one intention. Sie müssen sich diesem Tag mit diesem einen Ziel im Kopf begierig nähern. And whatever you thus constantly hold in your mind becomes fact. Und was Sie so ständig sich vor Augen halten, wird zu einer Tatsache. Thought is a power which has its source in the cosmic mind. Vor Augen halten oder auch was Sie im Geist halten. Geist ist eine Kraft. Thought has its source in the cosmic mind. Der Geist hat seine Kraft im universellen Geist. And the universal mind has no negativity, it has no impossibility. Der universelle Geist kennt keine Negativität, also kennt er auch keine Unmöglichkeit. The universal mind does not hesitate, falter or fear. Der universelle Geist zögert nicht, irrt sich nicht, hat keine Furcht. If you live in this awareness, your thought can make everything for you, do everything for you. Wenn Sie in dieser Bewusstheit leben, kann Ihr Denken alles für Sie tun. If you cut yourself off from the awareness of your oneness with the universal mind, then you are full of fear, full of diffidence and full of weakness. Wenn Sie sich selbst von dieser Verbindung mit dem großen universellen Geist abschneiden, dann sind Sie voller Furcht, voller Zweifel, voller Angst. Therefore, thought is a power given by God to man, given by the
divine, the human being, to be utilized in this wonderful way. Das Denken ist also eine Kraft, die den Menschen von Gott gegeben worden ist, um es in dieser wundervollen Art und Weise zu nutzen. As a man thinketh, so he becometh. So wie der Mensch denkt, so wird er. And in recent times, a French doctor practicing in Paris suddenly discovered this truth. Und vor kurzem hat ein Arzt, der in Paris praktiziert, diese Wahrheit entdeckt. And he gradually stopped giving medicines to his patients. Und er hörte nach und nach auf, damit auf, seinen Patienten Medikamente zu geben. And taught them a method of applying their own thought in order to become free from all diseases and get well. Und lehrte sie eine Methode, wie sie ihre Geisteskraft, wie sie die Kraft ihres Denkens nutzen konnten, um gesund zu werden. He had a roaring practice. More people started to get well after he did that than he was curing before with that. Er hatte eine übervolle Praxis, denn zunehmend mehr Patienten kamen zu ihm, als er so verfuhr, als vorher noch, als er Drogen einsetzte. This eminent medical practitioner was called Dr. Emile Coux. Emile Coux ist der Name dieses herausragenden Arztes. Recent mystics like James Allen of America and Mr. Hamblin, Henry Thomas Hamblin of England, use this method in order to change their followers. Mystiker wie James Hamblin aus James Allen und Henry Thomas Hamblin of England. Aus England haben diesen gleichen Gedanken auch vor kurzem erst gehabt. And over tens of thousands of years, the Vedanta way of life taught people this way of negation and affirmation. Und über Zehntausende von Jahren hin hat Vedanta den Menschen diesen Weg gezeigt des Negierens und des Bekräftigens. This was because the power of mind was given to you for this specific purpose, for this specific application. Die Kraft des Geistes ist ihnen für diese spezielle Art der Anwendung gegeben worden. This is my sharing with you upon this evening. Das ist das, was ich mit Ihnen heute Abend teilen wollte. I am going to conclude now with two more things which I have to share. Mit noch zwei weiteren Dingen möchte ich enden. One is, general principles and broad laws of the situation have been shared with you. Das eine ist, dass allgemeine Prinzipien und das sehr weit gefasste Gesetze über die Lebensführung gerade mit Ihnen geteilt wurden. There are certain eternal values in human life and culture which do not change, changing of time or environment. Es gibt gewisse Tugenden im menschlichen Leben, in der menschlichen Kultur, die sich über die Zeiten hinweg nicht ändern. Change will be only in the outer man. Eine Wandlung wird nur im äußeren Menschen stattfinden. The innermost essential man is as old as creation itself. Der eigentliche innere Mensch ist so alt wie die Schöpfung. And certain eternal laws prevail in that dimension of man's life. Und gewisse ewige Gesetze herrschen in diesem Bereich des Menschen.
It is these values that cannot be abandoned or given away. Diese Werte können nicht aufgegeben werden. Because abandoning these values will end in disaster. Denn ein Aufgeben dieser Werte würde zum Untergang führen. Retaining these values will liberate you from the present impasse. Ein Aufrechterhalten dieser Werte wird sie von dem gegenwärtigen befreien, schlechten Zustand befreien. Holy Master converted them into practice. Der Heilige Meister hat sie in zwei Übungen umgeformt. Just like one currency of one country is converted into another currency, philosophy and wisdom he converted into practice. So wie ein Strom in einen anderen übergeleitet werden kann, so kann Philosophie in Praxis umgeleitet werden. He put it into the form of a classified chart like this. Er hat es in die Form solch eines Schemas gebracht. It is called the science of seven cultures. Genannt die Wissenschaft der sieben Kulturen. Representing a total human culture on all levels of man's nature. Was die totale menschliche Kultur in allen Lebensbereichen umfasst. I'll just give you an idea of it. Swamiji möchte, dass jeder mal ganz kurz darauf schaut, damit jeder eine Vorstellung davon erhält. Ja, Sie sollen mal so ganz kurz überfliegen und vorlesen, was darauf steht. From the beginning. From the beginning. Ja, von oben an. Die Entfaltung des inneren Glücks, ein Weg zu Frieden, Freude und Selbstverwirklichung für die schnelle Entwicklung der menschlichen Seele von Swami Shivananda. A. Ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Übe Yoga, Religion und Philosophie im täglichen Leben und erreiche Selbstverwirklichung. B. Diese 32 Anleitungen bieten das Wesentliche der ewigen Religion in reinster Form. Sie sind für den heutigen, beschäftigten Menschen mit festgesetzten Arbeitszeiten geeignet. Passe sie deinen Lebensumständen an und verlängere allmählich die Dauer. C. Fasse zu Anfang nur ein paar Vorsätze, die sich auch durchführen lassen und die einen geringen, aber deutlichen Fortschritt gegenüber deinen jetzigen Gewohnheiten und Charaktereigenschaften bedeuten. Kommt es zu Krankheit, Arbeitsbelastung oder unvermeidlichen Verpflichtungen, dann ersetze deine geistigen Übungen durch häufiges Erinnern an Gott. Und dann kommt Entfaltung der Gesundheit, 4 Punkte, Entfaltung der Energie, 2 Punkte, Entfaltung der Ethik, 5 Punkte, Entfaltung des Willens, 3 Punkte, Entfaltung des Herzens, 6 Punkte, Entfaltung der Psyche, 6 Punkte, Entfaltung des Geistes, 6 oder 7 Punkte. Now, you tell them, I'll read the first section of each. Sorry, I've done so much. Have you read this? Yes. All this? Yes. One line. Yes. But have you read this? No. Seven cultures fall under the seven classes. Seven cultures fall under the seven classes. Yeah, this whole joke, sorry, because I have given you 7 cultures. Yes, did you read the headings? Yes, or yes, did you read the first? No, I read the headings. Then read the first one in each heading. Yeah, also. Read the heading and yes. The first one. Ja, yeah, also, zur Entfaltung der Gesundheit. Ich soll jeweils den ersten Punkt lesen. Entfaltung der Gesundheit ist mäßig. Nimm leichte und einfache Speisen zu dir. Opfere sie vor dem Verzehr Gott. Sorge für ausgeglichene Kost. No. Es kommen noch 3 Punkte. Dann kommt Entfaltung der Energie. Der erste Punkt, halte jeden Tag 2 Schweigestunden ein, sonntags 4 bis 8 Stunden.
Entfaltung der Ethik, der erste Punkt, sprich die Wahrheit, sprich wenig, sprich freundlich, sprich liebenswürdig. Entfaltung des Willens, der erste Punkt, lebe für eine Woche oder einen Monat ohne Zucker, verzichte sonntags auf Salz. Entfaltung des Herzens, der erste Punkt, anderen Gutes tun ist die höchste Religion. Leiste jede Woche einige Stunden lang einen selbstlosen Dienst. Sei dabei nicht selbstherrlich und erwarte keine Belohnung. Erfülle deine weltlichen Pflichten mit derselben Einstellung. Arbeit ist Anbetung. Widme sie Gott. Entfaltung der Psyche. Studiere täglich ein Kapitel oder einige Abschnitte der Bibel. Bemühe dich, den Sinn zu erfassen. Entfaltung des Geistes. Gehe früh zu Bett. Stehe um 4 Uhr auf. Verrichte deine Notdurft und säubere den Mund. Nimm ein Bad oder reinige dich gründlich. Now, only first of each one has been read. There are many to follow. Now, those who like to have a copy which they can paste in a cardboard and hang it in the room, there are copies to be had here. Swamiji hat gesagt, alle diejenigen, die es, sich das als Kopie mitnehmen möchten, um es zu Hause in einem Rahmen aufzuhängen, dürfen sich hier bedienen und mitnehmen. And if you feel that there are certain things there which will not fit into the German lifestyle, you can eliminate those things which directly seem impractical. Ja, und falls Sie das Gefühl haben sollten, dass dann einige Dinge stehen, die mit der deutschen Lebensweise nicht ganz zu vereinbaren sind, dann lassen Sie es heraus. It does not mean all the 100% you must apply it to. Das heißt also, 100%ig müssen Sie es nicht auf Ihre Lebensweise übertragen. Even a little bit of it, if you start applying, a great benefit. Auch wenn Sie nur ganz klein weniges versuchen und anwenden, dann wird daraus sich ein ganz, ganz großer Nutzen einstellen. So, you're all welcome to have it when you go. Now, Sie dürfen sich gern etwas mitnehmen, bevor Sie nach Hause gehen. Human mind can remember many, many things. Der menschliche Geist kann viele, viele Dinge behalten. But human mind can also forget many, many things. Aber der menschliche Geist kann auch sehr viel vergessen. More times it forgets all good things. Meistens hat er die Eigenart, dass er das Gute vergisst. Remembers the other side only. Und er behält meistens nur das andere. You see, if someone has spoken to you very sweetly, you may remember it for a little time. Falls jemand sehr, sehr sanft mit Ihnen gesprochen hat, mögen Sie das vielleicht nur kurz behalten. But if someone has scolded you or spoken some harsh word, you'll never forget it. Aber Sie werden niemals vergessen, falls jemand Sie angebrüllt hat. Whole life you'll remember it. Das ganze Leben werden Sie das behalten. So, because of this forgetting tendency, half of what Swami has spoken may not be in your mind after 1 week. Da also diese Vergessenskurve berücksichtigt werden muss, wird nach einer Woche die Hälfte von dem, was Swamiji Ihnen gesagt hat, vergessen sein. In Oktober 3/4. Im Oktober schon 3/4. Therefore, I will give you some few catchwords. Few words. Deshalb möchte ich Ihnen einige Schlüsselbegriffe mitgeben. To fix in your mind certain important ideas. An denen Sie in Ihrem Geist einige ganz bedeutsame Ideen verankern können. So these words are very easy to put into your diary. Und diese Wörter, diese Schlüsselbegriffe können Sie ganz einfach in Ihr Tagebuch aufnehmen. Or you can write on a slip of paper and paste it in your bathroom mirror. Oder Sie können sie auf ein Stück Papier schreiben und im Badezimmer an den Spiegel kleben. So when you are brushing your teeth. So dass Sie beim Zähneputzen dann drauf schauen. So. 4 things remember every day.
erinnern Sie sich täglich an vier Dinge. In the beginning of the talk I told you, we all come alone and go alone. Zu Beginn meines Vortrags habe ich Ihnen gesagt, wir kommen alle allein und wir gehen alle allein. This is the truth so far as the human world is concerned. Das stimmt, solange die menschliche Welt betroffen ist. But nevertheless, we do not come alone. Und trotzdem kommen wir nicht allein. We have two companions. Zwei Begleiter haben wir. From the moment an individual soul takes birth in this world, von dem Augenblick an, in dem der Mensch in dieser Welt geboren wird, being is constantly accompanied by two companions. Wird er ununterbrochen von zwei Begleitern betreut. One is God, from whom you can never be separated. Das eine ist Gott, von dem Sie niemals getrennt werden können. He walks by your side from the moment of your birth until you die. Er geht an Ihrer Seite vom Augenblick Ihrer Geburt an bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sterben. He is eternally with you. He is your eternal companion. Er ist ewig bei Ihnen. Er ist Ihr ewiger Gefährte. The other companion is death. Der andere Gefährte ist der Tod. Death is always by the side of man. Der Tod steht dem Menschen immer an der Seite. And from the moment of birth, all your so-called life is nothing but a steady march towards death. Und vom Augenblick der Geburt an ist ihr sogenanntes Leben nichts anderes als ein ständiges Zugehen auf den Tod. When the sun has risen and the sun has set, your life is one day minus. Wenn die Sonne aufgegangen und die Sonne untergegangen ist, ist ihr Leben ein Tag kürzer geworden. So, every day your life becomes shorter and shorter and shorter. Jeden Tag wird ihr Leben also kürzer und kürzer und kürzer. So, it is a slow process of approaching your last day or the last breath. Das ist also ein langsamer Prozess, indem Sie sich dem letzten Tag Ihres letzten Atemzuges nähern. Therefore, they say, death is taking you towards that last moment. Und deshalb wird gesagt, der Tod führt Sie zu diesem letzten Augenblick hin. He is your unseen companion. Er ist Ihr unsichtbarer Gefährte. But he is your friend also. Aber er ist auch Ihr Freund. He is the greatest friend of humanity. Er ist der größte Freund der Menschheit. If you are not there, we wouldn't be able to sit here. Falls er nicht da wäre, hätten wir keine Möglichkeit hier zu sitzen. You wouldn't be able to move in this world outside. Sie wären nicht in der Lage, sie wären nicht dazu befähigt, in der äußeren Welt sich zu bewegen. There will be no space. Es gäbe keinen Raum. That is what Malthus was always fearing. Und das war das, was Malthus stets befürchtet hatte. Death is constantly making new place. Der Tod schafft ständig neuen Raum. And therefore we are able to move about in this world. Und deshalb können wir uns auf dieser Welt bewegen. And the moment of death no one knows. Niemand kennt den Zeitpunkt des Todes. The certainty of death everyone knows. Jeder weiß aber, dass der Tod sicher ist. Therefore, the full duration of life is unknown. Die volle Dauer des Lebens ist also nicht bekannt. Die volle Länge des Lebens. Remember death every day. Denken Sie jeden Tag an den Tod. Therefore, fulfill your duties and discharge your obligations. Gehen Sie also Ihren Pflichten nach und tun Sie das, was nötig ist. And never postpone your own culture. Und schieben Sie niemals Ihre eigene Kultur auf. Never neglect your spiritual life. Verleugnen Sie niemals Ihr spirituelles Leben. Because the time at your disposal is limited. Denn die Zeit, die Sie zur Verfügung haben, ist begrenzt. Because the time at your disposal is limited. Denn die Zeit, die Sie zur Verfügung haben, ist begrenzt. Whatever you have to do within that time.
das, was sie zu tun haben, müssen sie in dieser Zeit schaffen. Therefore, remember death and be up and doing upon this path. Denken Sie an den Tod und machen Sie sich auf den Weg. Make your life a thing of beauty and a joy to all. Machen Sie Ihr Leben zu einer Sache der Schönheit und zu aller Freude für alle. Secondly, remember the true nature of this world around you. Zweitens, denken Sie an die wahre Natur dieser Welt, die Sie umgibt. Objects tempt and attract by their outer appearance. Die Objekte sind versuchend und ziehen Sie durch ihre äußere Erscheinung an. But do not be deceived and duped by their outer glitter. Aber lassen Sie sich nicht durch Ihren äußeren Schein verblenden und täuschen. They cannot give you real happiness. Sie können Ihnen kein wahres Glück geben. Because they are temporary and perishable. Sie sind vergänglich. They are finite and limited. Sie sind begrenzt und haben ein Ende. Therefore, learn to go through life in a spirit of wise detachment. Lernen Sie es also, durch Ihr Leben zu gehen in einem Geist weiser Loslösung von diesen Dingen. Do not fall a prey to desires, passions and cravings. Fallen Sie nicht auf Wünsche, Bedürfnisse und Begierden herein. That is not the wise way of living. Das ist keine weise Art zu leben. Therefore, remember, there is no true happiness in this world. Denken Sie also immer daran, in dieser Welt gibt es kein wahres Glück. That is to be found elsewhere. Das ist woanders zu finden. Thirdly, remember the cosmic being. Drittens, denken Sie an das kosmische Wesen. By attaining that experience, you go beyond all the pains and sorrows of this world and you go beyond death itself. Indem Sie zu dieser Erfahrung gelangen, überschreiten Sie alle Kümmernisse und Leiden dieser Welt. Fourthly, remember and study the lives of saints, mystics and spiritual beings. Viertens, erinnern Sie sich, denken Sie und studieren Sie das Leben der Heiligen, Weisen und Mystiker dieser Welt. Because they have placed before us a shining ideal. Denn sie haben uns ein leuchtendes Ideal vor Augen gestellt. And by their own lives they have shown how life is to be lived. Und sie haben uns durch ihr eigenes Leben vorgeführt, wie das Leben gelebt werden sollte. And by their wisdom teachings they have thrown light upon the path that leads to divine perfection and liberation. Und durch ihre Weisheitslehren haben sie Licht auf den Weg geschüttet, der zur höchsten Vollkommenheit führen soll. Therefore, it is in the lives and teachings of saints and mystics that we get the key to supreme blessedness. Im Leben und in den Lehren dieser Heiligen und Mystiker finden wir den Schlüssel zur Seligkeit. They show us the way to go beyond the bondage and limitation of this earth life and attain God experience and become liberated. Sie zeigen uns den Weg, wie wir über die Bindungen, Fesselungen, Bindungen und Begrenzungen dieser irdischen Lebens hinaus gelangen können und zum ewigen Leben gelangen. Therefore, these four things remember every day. Jeden Tag. Denken Sie also an diese vier Dinge. Death, painful nature of earth life, God who can liberate us from both, saints who show us the way to attain God and become liberated from both. An den Tod, an die Schmerzen und Leiden des irdischen Lebens, an Gott, der uns von beidem befreien kann und an die Heiligen und Mystiker, die uns den Weg zeigen, wie wir das schaffen können. Three things practice in your daily life. Führen Sie in Ihrem täglichen Leben drei Dinge aus. Regard your heart and mind as a garden. Betrachten Sie Ihr Herz und Ihren Geist als einen Garten. If it is not carefully cultivated, poisonous weeds and thorns can grow in this garden. Wenn er nicht ganz sorgfältig gejätet wird, dann wachsen
schlimme Unkräuter in diesem Garten. If it is carefully cultivated, fragrant herbs and beautiful flowers can bloom in this garden. Wenn er sorgfältig gepflegt wird, dann wachsen duftende Blumen, duftende Kräuter und prachtvolle Blumen in diesem Garten. You are the gardener. Sie sind der Gärtner. Your thoughts and feelings are the seeds that you sow in it. Ihre Gedanken und ihre Gefühle sind die Samen, die sie in diesem Garten aussäen. Uproot all unspiritual and divine things that throw them away. Jäten Sie alle ungöttlichen Gedanken und Gefühle aus und werfen Sie sie fort. Plant and cultivate beautiful auspicious qualities and virtues. Pflanzen und pflegen Sie schöne, gute Tugenden. This go on doing every day. Das führen Sie jeden Tag durch. Cast out the negative and cultivate the positive. Werfen Sie das Negative hinaus und pflegen Sie das Positive. Second practice, constantly remember the Supreme Being. Zweite Übung, denken Sie ständig an das höchste Wesen. All the waking moments of your entire day. In allen wachen Momenten Ihres ganzen Tages. Even in the midst of all your daily work and activities. Auch mitten in ihrer täglichen Arbeit und ihrem täglichen Tun. No matter where you are, what you are doing. Gleich wo sie sind oder was sie tun. All that is being done in the presence of the Supreme Being. Alles das tun sie in der Gegenwart des höchsten göttlichen Wesens. Therefore, in the midst of all activities, let there be a golden undercurrent of constant, unbroken God remembrance. Inmitten aller ihrer täglichen Aktivitäten lassen sie also eine goldene Strömung all ihren Handlungen und Tätigkeiten unterlegt sein. Repeating his name helps such remembrance. Seinen Namen zu wiederholen hilft zu einer Erinnerung. Thirdly, do not divorce your active life from your prayer and worship. Drittens, trennen Sie Ihr aktives Leben nicht von Ihrem Gebet und von Ihrer Anbetung. Regard your activity also as another mode of praying and worshiping only. Betrachten Sie Ihr Handeln auch als eine andere Art und Weise des Tuns. Only the form is different and changes, but not the inner content. Nur die Form der Tätigkeit hat sich geändert, nicht der Inhalt. Live with reverence and work in a worshipful manner. Leben Sie mit Ehrerbietung und arbeiten Sie mit einer Haltung, mit einer Verfassung der inneren Anbetung. And at the end of each day, before you retire, offer up all that day's work at the feet of God. Und am Ende eines Tages opfern Sie alles das, was Sie an dem Tag verrichtet haben, vor den Füßen des Herrn auf. I consecrate my body, my limbs and my heart and mind at your feet. Ich lege meinen Körper, mein Herz, mein Geist, alles zu deinen Füßen. All my activities, physical, verbal, mental, I offer up at your feet. Alle meine Handlungen, geistig, mit Worten oder mit Taten, lege ich zu deinen Füßen. Through my life and the very living of my life, I seek to adore thee and worship thee. Durch mein Leben und durch die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, versuche ich, dich zu verehren. By these three daily practices, you will spiritualize your entire life. Durch diese drei täglichen Übungen werden Sie Ihr gesamtes Leben spiritualisieren. Activities instead of taking you further away from God and making you forget Him, on the contrary, will take you nearer to Him and make you constantly be aware of His presence. Anstatt Ihre Aktivitäten Sie von Gott entfernen und immer weiter wegtreiben, werden Sie mehr und mehr zu Gott hingeführt. So this is an easy, dynamic, direct way of attaining God experience. Das ist ein leichter, direkter, dynamischer Weg, wie Sie Gott Erfahrung erlangen können. Four things to remember every day.
vier Dinge, die jeden Tag zu bedenken sind. And three practices to religiously carry out every day. Und drei Übungen, die sorgfältig jeden Tag durchgeführt werden müssen. This is a brief summing up of the life spiritual. Das ist eine kurze Zusammenfassung des spirituellen Lebens. A brief summing up of this ascent of the spirit into the cosmic experience. Eine kurze Zusammenfassung, wie der Geist sich zu einer kosmischen Erfahrung aufschwingen kann. You are all awakened and intelligent beings. Sie alle sind wache, intelligente Wesen. A little indication is enough for you to grasp the depth of his truth. Ein kleiner Hinweis reicht, um die Tiefe dieser Wahrheit zu erahnen, zu erfassen. But you must reflect further upon what has been heard and listened to. Aber Sie müssen weiter darüber nachdenken, was Sie gerade gehört haben. Then more, see, aspects of the truth will become revealed to you. Und dann werden Ihnen weitere Aspekte dieser Wahrheit aufgehen. Hearing, reflecting and meditating, this is the way. Denken, nachdenken und meditieren ist der Weg. God bless you all. Gott segne Sie alle. And beloved and holy Master, Swami Shivananji's abundant benedictions be upon you. Und mögen die reichlichen Segnungen des geliebten, verehrten Meisters Swami Shivananda auf ihn allen sein. I pray that the blessings of all saints and mystics of the past as well as the present, of the East as well as the Occident, may abide with you and help you in your spiritual life, inner life. Ich bete, dass die Segnungen aller Heiligen und Mystiker aller Zeiten des Osten und Westens und Nordens und Südens jederzeit, alle Zeit mit Ihnen sein mögen. My prayers for your highest welfare and supreme good will always be with you. Meine Gebete für Ihr höchstes Wohlergehen und das beste Gut werden Sie stets begleiten. As you are good to others, be good to yourself. So wie Sie zu anderen gut sind, so seien Sie auch gut zu sich selbst. As you are helping others, help yourself to realize God's plan for your own life. Indem Sie anderen helfen, helfen Sie sich selbst, Gottes Plan für Ihr Leben zu erkennen. As we are doing our duty to others, fulfill the duty you owe to yourself and to your maker. So wie Sie Ihre Pflicht anderen gegenüber erfüllen, erfüllen Sie Ihre Pflicht sich selbst und Ihrem Erschaffer gegenüber. Because you are the architect of your faith. Denn Sie sind der Architekt Ihres Glaubens. You are the master of your own destiny. Sie sind der Meister Ihres Schicksals. Knowing this, be up and doing upon this upward path. Indem Sie das wissen, machen Sie sich auf den Weg und handeln Sie und streben Sie vorwärts. I wish you all peace, happiness and health. Ich wünsche Ihnen allen Frieden, alle Freude, alle Gesundheit. I thank the Supreme Presence for having given this wonderful privilege to me these two evenings. Ich bedanke der höchsten Gegenwart, dass Sie mir dieses wunderbare Möglichkeit mit Ihnen zusammen an den beiden letzten Abenden gegeben hat. May you ever be happy and make life a process of making others happy. Mögen Sie alle Zeit glücklich sein und möge Ihr Leben ein Weg sein, ein Prozess sein, in dem Sie andere glücklich machen. Do this in all areas of your life and activities. Und tun Sie das in allen Bereichen Ihres Lebens und Ihrer Tätigkeit, Ihres Tuns. Thank you for your presence and patient hearing. Danke für Ihre Gegenwart und Ihr geduldiges Zuhören. I thank the Supreme Spirit for its invisible presence. Ich danke dem höchsten Geist für seine unsichtbare Gegenwart. We are grateful for Mr. Butner and Mother Christina and all her helpers who have made this
wonderful experience possible. Wir danken Herrn Böttler, Mutter Christina und allen unsichtbaren Helfern und allen Helfern, die dazu beigetragen haben, dass das möglich wurde. She has said, we thank, we thank. Now I say, I thank Carla for translating. Hari Om. In the same area. When you come here with your car, you can follow me. I don't want to do it.